ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Chili-Pulver herstelle. Kommt doch mal mit! Heute möchte ich mal die Chilis mahlen. Die hingen jetzt die ganze Zeit hier im Esszimmer. Und meine Gartenkollegen sagen, dass man da nicht mehr atmen kann, wenn man die in der Küchenmaschine zerkleinert. Ich möchte das heute trotzdem ausprobieren und ich nehme mir ein nasses Tuch zur Hilfe. Das ist jetzt einfach ein Küchentuch, was ich gerade nass gemacht habe. Hänge das über die Maschine, dann dürfte ja eigentlich kein Staub rauskommen. Dann probieren wir das mal. Also bisher riecht es nur ganz leicht nach Chili, aber von Atemnot noch keine Spur. Ich lasse das jetzt einfach mal weiterlaufen. Also keine Atemnot. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn ich das aufmache. Es riecht halt jetzt doll nach Chili, aber ich denke, mit dem nassen Handtuch ist ein guter Trick, weil ich habe jetzt wirklich gar nichts. Ich lasse dich das jetzt noch was absetzen und dann fülle ich das gleich in ein Glas. So. Das Ganze haben wir jetzt, weiß nicht, 5 Minuten stehen lassen vielleicht. Ihr seht, ganz klitzeklein ist das nicht. Aber ich habe hier zum Vergleich mal das gekaufte stehen und ihr seht, das ist jetzt nur eine Ecke dunkler, aber sonst von der Größe her ist das ungefähr gleich. Ist nur heller jetzt meins. Ich kipp jetzt langsam, damit das nicht so sehr staubt. Boah, jetzt merkt man doch im Hals. Okay. Aber ihr seht, das geht wirklich gut. So, gekauft, selbst gemacht. Ich setze das ganz schnell in Wasser, damit das nicht noch mehr Strom staubt jetzt. So, Deckel drauf. Und gut. Ich habe jetzt noch nicht alle Chilis verarbeitet. Das waren jetzt die großen Chilis. Die kleinen sind so höllisch scharf, da wollte ich kein Pulver draus machen. Ich zeige euch auch jetzt einmal, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir so eine Chili genommen, hier oben den Stielansatz abgebrochen, dann die Kerne rausgemacht und geguckt,
ob die schimmelig ist. Ist sie aber nicht. Ich hatte ganz wenige, die schimmelig waren, und das waren die, die hier oben noch nicht ganz ausgereift waren. Also ihr seht, auch an der Luft trocknen ist wirklich wunderbar, wenn die halt ganz ausgereift sind. Ja, das war's auch schon von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.